Hallihallo, ihr Lieben. Einen schönen Mittwoch wünsche ich euch. Ja, die Tüte spricht ja schon für sich. Ich habe Nachschub besorgt für meine Gruppenmädels und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ich habe gestern eine halbe Weltreise gemacht. Ja, ich war im Action in Biesdorf und bin dann ganz spontan weiter nach Marzahn gefahren. Und ich würde sagen, ich zeige euch, was ich besorgt habe. Und zwar habe ich zum einen einiges an Herbstblöcken. Wisst ihr Bescheid? Also ich habe wieder einige Herbstblöcke bekommen, was mich sehr freut. Vor allem ja, für die Mädels, die freuen sich. Ich habe euch die schon gezeigt. Ich glaube allerdings nicht alle, das weiß ich gar nicht. Aber ja, das ist einmal der. Dann den schwarzen, den hatte ich euch auf jeden Fall gezeigt. Muss ich jetzt, denke ich, nicht nochmal machen. Die kennt ihr sicher alle auch schon. Die sind wirklich ganz hübsch, weil die auch hier zum Teil wieder foliert sind. Das mag ich ja besonders. Also hier ist normal und dann, ja, hier so mit so Folieneffekt, das finde ich ganz schön. Das ist ja auch traumhaft hübsch. Ja, so, dann haben wir hier den orangefarbenen. Das ist der Orange mit Silber, weil den gibt es irgendwie auch nochmal in Gold. Das wusste ich gar nicht. Ich fand den nämlich auch ganz schön. Und der ist hier zum Beispiel in Silber und Melanie meinte, in Gold würde der besser aussehen. Ich wusste gar nicht, dass es den auch in Gold gibt. Ja, ich finde beide schön. Hier haben wir den mit den Federn. Und den, wie gesagt, hatte ich euch gezeigt. Nur nochmal ganz schnell hier. Das ist alles mal ein bisschen langweilig. Den nochmal, hatte ich euch den schon gezeigt? Ich glaube, den hatte ich eben nochmal. Den hatte ich nämlich zweimal und den schwarzen habe ich zweimal. Genau. Ich überlege, ob ich den sogar vielleicht behalte. Mal gucken, weil den habe ich noch nicht. In Rot hier, genau. Das ist der mit Gold. Jo, sieht auch hübsch aus. Wobei, ich weiß nicht. Ja, sind beide hübsch. Ob in Gold oder Silber. Hier nochmal den schwarzen. Und den hatte ich euch auch schon gezeigt. So, die habe ich bekommen. Und da schieben wir mal auf die Seite. Das ist echt mega schwer. Dann habe ich nochmal Vellum-Blöcke mitgenommen. Einmal hier Vellum-Quarz. Die sind echt mega schön. Die habe ich euch aber auch schon gezeigt. Ich bin im Moment ein bisschen verseucht und labere deswegen irgendwie dusselig, weil irgendwie kann man gar nicht klar denken. Die sind so traumhaft schön, diese Vellum-Teile. Da kann man echt tolle Karten mit basteln. Da habe ich einmal den mitgenommen. Also es gab nur vier Motive von insgesamt sechs. Nee, fünf habe ich bekommen. Nee, vier. Genau, den, das hatte ich euch aber auch schon gezeigt. Ich selber habe die auch alle. Ich habe alle sechs. Hier, den habe ich zweimal besorgt mit den Quotes. Und dann nochmal hier den mit den tollen Bordüren. Ist auch sehr hübsch. Und hier sind knickelig. Einmal den. Genau. Muss ja unbedingt mal Karten von basteln oder mit. Mit basteln. Karten mit basteln, nicht von. Ist ja auch real. So. Und dann, das hatte ich euch auch schon gezeigt, habe ich nochmal die Christmas Crafting Blöcke mitgenommen. Das sind ja die ganz neuen. Hatte ich euch neulich schon gezeigt. Das sind die, wo man selber eben so Weihnachtskram basteln kann. Hier, das seht ihr auf der Rückseite. Das kann man basteln damit. Und ja, da habe ich einmal, habe ich wieder rosa mitgenommen. Zweimal, dann rot zweimal. Das einer schon reserviert, den habe ich schon auf dem Stapel. Und was ich neulich gar nicht gesehen habe, blau. Das ist dieser. Finde ich auch sehr hübsch. Dann gibt es auch noch schwarz, das habe ich aber liegen lassen. Das ist so craft-farmed. Finde ich jetzt nicht so sonderbar hübsch. Blau finde ich ganz schön, passt irgendwie auch. Und auch den habe ich zweimal mitgenommen. Wie gesagt, das ist alles für meine Gruppenmädels sozusagen. Opa.
Da war ich, wie gesagt, gestern on Tour. Weiter geht's. Ich habe für jemanden Federn mitgenommen. Sie wollte die unbedingt haben. Das sind diese. Und da habe ich Gold mitgenommen, Weiß und Silber. Sie wollte jeweils zwei Stück. Gold habe ich aber leider nur noch einmal bekommen. Ansonsten, ja, zweimal Gold, zweimal, Quatsch, zweimal Silber, zweimal Weiß und einmal Gold. Wie gesagt, die habe ich für jemanden mitgenommen. Die biete ich jetzt auch nicht an oder so. So. Dann bin ich ja noch. Oh mein, ich muss mal kurz eben sortieren. Ja, wie gesagt, ich bin ja noch nach Marzahn weitergefahren. In Biesdorf gibt es die schon lange nicht mehr. Und zwar diese Railroad-Stamps mit der Kamera und mit den Federn. Und in Quatsch, in Marzahn habe ich sie bekommen. Und da habe ich dann nochmal zwei davon mitgenommen, also die Kameras. Und zweimal Federn. Wie habe ich das Gefühl, dass meine Linse dreckig ist? Mitgenommen habe ich dann nochmal Stifte. Ja, eigentlich habe ich die mintfarbenen mitgenommen für jemanden. Ich hatte gestern mit meiner Gruppe dann halt gepostet, ja, wer was haben möchte, soll dann Bescheid geben. Das war direkt vor Ort. Also ich war dann direkt im Action. Und da hatte eine geschrieben, diese Stifte in Mint. Und ich habe sie deswegen auch mitgenommen. Ja, und dann hatte ich sie heute angeschrieben und dann hat sie gesagt, die hat ihr gestern schon jemanden besorgt. Mann, ich kann heute nicht reden, mein Kopf qualmt. Die hat ihr gestern schon jemand besorgt. Und ob das schlimm ist, ich sage, nee, natürlich ist es nicht schlimm, ne? Aber gedacht habe ich dann schon, so im Nachhinein ist nicht schön. Ich meine, sie hat ja gesagt, ich soll es mitbringen. Wie gesagt, falls du mein Video siehst, es ist nicht schlimm, aber hätte man dann vielleicht noch mal schreiben können, weil das ist, wenn ich, also ich gehe ja oft einkaufen einfach so und bringe euch was mit. Und wenn ich aber dann speziell was mitbringe auf Wunsch, also dann ist es schon blöd, wenn man hinterher sagt, nö, doch nicht, ne? Aber gut, das ist jetzt nicht so wild. Ja. Ich finde die Stifte selber auch schön. Ich hatte mir, glaube ich, auch selber. Ich gucke mal gerade. Genau, ich habe mir selber nämlich nee, ich hatte mir doch ein helles mitgenommen. Wollte sie weiß? Ich weiß es jetzt gar nicht. Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich habe gestern gesagt, nee, heute nehme ich mir auch mal einen Stift, ein Set mit. Ich glaube, das waren die. Dann müsste ich doch aber noch einmal Mint hier drin haben. Finde ich jetzt nicht. Egal. Vielleicht bringe ich was durcheinander. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall wieder Stifte mitgenommen. Die sind traumhaft schön. Zweimal weiß, einmal Mint. So. Und ich habe wieder mal solche. Oh, das ist alles ein Chaos hier. Solche Wortsticker mitgenommen. Die finde ich auch immer sehr schön. Die habe ich so auch noch gar nicht gesehen. Ich habe aber auch lange nicht nach denen geguckt. Ja, die sind ja mal ultra süß. Hier so Babykarten kann man damit toll machen, finde ich. Ne? Hier Babyboy finde ich so mega süß. Aber ich sage auch zu meinem Schatzi immer Babyboy, also zu Mowgli. Und ja, finde ich total niedlich. Aber auch die habe ich jetzt, wie gesagt, für die Mädels mitgenommen. Das sind die beiden Motive. Jeweils zweimal. Kann man, wie gesagt, schöne Karten von machen. Dann habe ich Clear Stamps mitgenommen. Leider alte. Neue gibt es ja immer noch nicht. Und zwar habe ich einmal dieses Motiv mitgenommen. Und dann gab es da sogar, ja, doch die etwas älteren. Aber vielleicht hat die auch noch nicht jeder. Und die habe ich jetzt mal mitgenommen. Oh, mitgenommen, mitgenommen, mitgenommen. Ich kann es selbst nicht mehr hören. Diese. Die. Das sind ja so die aktuellen. Na, wobei, nee, es gibt ja eigentlich schon neue, aber eben noch nicht in Berlin, wie es halt so ist.
Ich wollte ursprünglich auch noch mal einiges an Blinkstickern mitnehmen. Ja, ein Paket habe ich bekommen. Yay. Also in Biesdorf gab es die gar nicht mehr, nur noch mit den hässlichen Holzrahmen. Die gefallen mir gar nicht. Und auch den meisten nicht, die ich kenne. Und einige fragten mich wegen denen. Ja, und in Marzahn habe ich dann eine Packung bekommen. Da müssen die Mädels sich drum schlagen. Ja, dann habe ich auch wieder mal so Glitzersteinchen mitgenommen. Mitgenommen, 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 wisst ihr Bescheid? Mitgenommen habe ich sie. Das Wort des Jahres. Mitgenommen. Die finde ich ganz cool von der Farbe. Die habe ich auch. In rosa. Und dann in bunt. Ja, ich habe mal so Sticker mitgenommen. Da sind wir wieder mitgenommen. Oh mein Gott! Mal sehen, ob die jemanden mag. Und zwar einmal die Trolls. Trolls, vor allem Trolls. Ja, die Trolls. Und ja. Dann einmal Princess. Princess. Ja, habt ihr das gehört? Das war mal ein Teil von Action. Dann haben wir hier Frozen. Anna und Elsa und Olaf. Und dann einmal die legendäre Kitty. Außerdem habe ich noch zweimal diese. Das sind ja diese Stifte, wo man zwei Spitzen hat. Einmal hier diese. Und dann so Art Pinselspitze. So wie die Brush Pens so ein bisschen. Und damit soll man ja doch relativ gut kolorieren können. Also falls jemand koloriert, hat man hier doch ja eine gute Alternative mit den Stiften von Action, weil die ja auch nicht so teuer sind. So, jetzt suche ich mal die Holzstempel. Da haben wir einmal den. Ich habe, wie gesagt, ein paar Holzstempelchen mitgenommen. Finde ich total cool mit der Kamera. Dann habe ich sogar zweimal, weil ich überlege, ob ich einen behalte. Obwohl ich eigentlich nicht stempel, aber ich überlege die ganze Zeit, ob ich wieder anfange. Na, ich muss mal gucken. Also wenn, sind eher so Textstempel oder so meins, wo man eben schöne Karten mitmachen kann, wo man nicht kolorieren muss. Es gibt so unglaublich tolle Stempel, aber wenn man die nicht koloriert, sieht es ja irgendwie auch blöde aus. Und kolorieren möchte ich aber nicht. Das ist nicht mein Ding. Möchte ich auch nicht mit anfangen. Dann haben wir die. Ich finde, die eignen sich zum Beispiel sehr, sehr gut für eine Karte. Wenn man dann halt, ja, so ein Standseil hat, ein rundes oder so, und man das drauf stempelt. Das ist bestimmt ganz hübsch. Dann die. Dann haben wir hier einen Traumfänger. Das. Das finde ich auch ganz süß. Ich habe lediglich für mich eine Sache mitgenommen. Das habe ich bei der Nicole gesehen, bei Very Important. Das hatte sie mitgenommen für ihre Oma, das weiß ich, das hatte sie gesagt. Und ich dachte für mein Schlafzimmer, da habe ich ja auch die Kerzen, die Batterien, Batteriekerzen, sage ich mal, mit der Fernbedienung. Das müssen wir hier raus machen. Dann müsste das doch jetzt gehen. Genau. Cool. Ah, das ist sogar mit Farbwechsel. Genau, stimmt, sagte sie ja. Kann man das ausstellen? Oder hat man hier. Ja, wir haben jetzt generell so einen Farbwechsel hier, aber das ist ganz cool so fürs Schlafzimmer. Das habe ich in Biesdorf gar nicht gesehen. Ich habe es jetzt, aber ich habe auch nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Gestern in Marzahn war ich dann nochmal in der Weihnachtsabteilung und habe das gesehen und dachte, ah Mensch, das ist ja das, was die Nicole hat und habe mir das dann auch mitgenommen. Genau. Das kommt oben ins Regal auf mein Hochbett. Und ich habe Leckerlis für mein Baby mitgenommen. Ist ja wohl logisch. Mein Baby muss ja auch was bekommen. Und zwar habe ich wieder die neuen. Die sind alle neu hier, die Leckerlis. Die haben auch relativ hohen Fleischanteil. Da habe ich hier Wurst mitgenommen.
Das ist wieder Ente. Nee, Schatzi, du hast gerade gegessen. Ne? Diesmal habe ich dann doch mal Salami mitgenommen. Mal sehen, ob das so sein Ding ist, aber ich denke wohl mal, ne? Schatzili? Dann gibt es mal diese. Das ist auch, wie gesagt, ein relativ hoher Fleischanteil. Da achte ich immer drauf. Man muss ja erstmal ewig lesen. Ja, wir haben hier 65% Ente. Finde ich ganz cool. Und hier ist auch richtig cool. Das ist sogar Ente 90%. Die kosten auch fast 2 Euro, aber da sind ja einige drin. Finde ich von dem her echt angemessen. Und ja, Schatzi hat schon was bekommen davon. Und das sind die Sachen. Und in der Tat habe ich was absolut Neues bekommen in Matzahn. Und zwar, ihr wisst alle, dass es sie gibt. Also, dass ich nehme an, dass ihr das wisst, dass es bei Action jetzt dieses Fimo gibt. Aber wie gesagt, das hat auch noch nicht jeder Laden. Das dauert ja oft, vor allem hier in Berlin, bis das mal bei uns landet. Ich habe es gestern bekommen und freue mich sehr darüber. Und da habe ich dann alle Farben mal so mitgenommen, die es gibt. Das sind in der Zahl 6. Zwei habe ich doppelt genommen. Ich zeige euch mal jetzt die Farben. Und zwar, das Ganze nennt sich Polymer Back, also das ist Ofen, ja, Clay, Fimo. Also zu Deutsch, Fimo. Wo steht denn das? Da steht er auch. Auf jeden Fall ist es Back Fimo. Das muss auf jeden Fall in den Ofen. Hier mit Polymer. Oh Gott, Moment, ich muss nah ran. Mit Polymermodellierton lässt sich jede gewünschte Form kreieren und die Farben lassen sich auch mischen. Bei 130 Grad in etwa 20 bis 30 Minuten im Ofen brennen und kurze Zeit abkühlen lassen. Ja, das ist halt nur übersetzt und das merkt man. Ich lese es aber so, wie es hier steht. Der Polymerton ist dann steinhart und lässt sich eventuell mit Lack oder Acrylfarbe weiterverarbeiten. Haben Sie die unbenutzten Tonreste in einer geschlossenen Verpackung auf? Heben Sie die unbenutzten Tonreste in einer geschlossenen Verpackung auf. Also es ist auf jeden Fall Ofen, Fimo. Ihr könnt also damit rumkneten, irgendwelche Figürchen kreieren und das Ganze dann in den Ofen packen, 20 bis 30 Minuten in meiner Sprache und dann ist das erledigt. Wir haben hier wunderschöne Farben, das sind so lila Töne. Dann haben wir hier braun, weiß und schwarz. Das sieht man hier unten gar nicht, das spiegelt, das ist so ein Schwarz. Oder so dunkelbraun, nee, schwarz, ne? Haben wir das? Also damit hat sich ja Action auch wieder, also das ist einfach genial, was Action teilweise so rausbringt, ist unfassbar geil, ne? Unfassbar geniale Farbe, wie ich finde, dieses Grün. Also das ist richtig, richtig schön knallig. Einmal hier diese Blautöne. Ich selber formuliere nicht. Ich hatte mal überlegt, aber nö, ich fange damit auch gar nicht erst an. Das habe ich mal für meine Gruppenmädels besorgt. Und dann haben wir dieses Pink. Das habe ich zweimal gekauft. Aus Versehen. Ja, ich habe mich schon gewundert. 7 ist ja eine komische Zahl, 7 verschiedene Farben, aber es sind 6. Ich habe das hier doppelt. Ich habe dann wahrscheinlich so geguckt und dachte, okay, verschiedene Farben. So, das war alles. Kurz und knapp. Naja, es ist wieder sehr viel, aber wie gesagt, ihr wisst ja Bescheid. Meine Gruppe, wo ich dann nachher auch die Bilder poste, wie immer, ist alles in der Infobox. Schaut gerne rein in die Gruppe. Bei Facebook und ansonsten wünsche ich euch, oh mein Kopf, ey. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. In diesem Sinne, bis dann, ciao.